liebe Kreuzberger, ich bin schon spät dran. Die Kollegen warten schon auf mich. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum Erlen und hoffe, dass wir uns heute Abend an der Straße sehen. Bis später. Dein Wunsch, lieber Luis, wird heute Abend in Erfüllung gehen. Die Kolonne von ca. 30 beleuchteten landwirtschaftlichen Fahrzeugen setzt sich pünktlich von Erlen aus in Richtung Kreuzberg in Bewegung. Mit dieser bundesweiten adventlichen Lichterfahrt setzen die Landwirte zum wiederholten Mal ein Zeichen für einen Funken Hoffnung. Sie wollen Kinderaugen zum Leuchten bringen. Gleichzeitig ist es ein Zeichen dafür, dass es ohne Landwirtschaft nicht geht. Die Landwirte produzieren hochwertige Produkte, ohne die die Menschen nicht auskommen. Ohne sie geht es eben nicht. Die Landwirte unterstreichen mit dieser Aktion auch ihr soziales Engagement. Wir sind für die Menschen da, lautet ihre Botschaft. Wir wollen Helligkeit auf die Straßen und in die Herzen der Menschen bringen, lautet ihr weiteres Motto. Die Fahrzeuge werden festlich geschmückt und setzen ein Zeichen für Solidarität und Verlässlichkeit. Auch in der Corona-Krise, wo es immer noch Lieferengpässe in vielen Bereichen gibt, haben die Landwirte unermüdlich ihre Arbeit getan und tun es auch weiterhin, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Auf unsere Landwirte ist Verlass, wie auch in manchen anderen Krisengebieten nachweislich der Beweis dafür erbracht wird.
obwohl der Wettergott diesmal kein Einsehen hatte und die himmlischen Schleusentore aufmachte, schreckte es eine große Anzahl von Zuschauern nicht davon ab, den Corso zu bestaunen und entsprechend herzlich mit ihrem Dank für diese Aktion hörbar kundzutun. Die Landwirte hoffen, dass die Bürger dies zu schätzen wissen. Milch, Eier, Fleisch und mehr kann man in vielen Hofläden direkt vom Erzeuger vor der Haustüre kaufen. Herzlich willkommen zur Lichterfahrt der Traktorenfreunde Einzylinder im Jahre 2021. Das zweite Corona-Jahr in Folge. Für uns wieder ein Anlass, nach dem Erfolg vom letzten Jahr anzuknüpfen, mit der Riesenbeteiligung der Leute im Dorf, dass wir nochmal wieder in die dunkle Corona-Jahreszeit ein bisschen Lichtblicke reinbringen. Kinder, lasst euch überraschen. Wir versprechen euch das Größte und ich wette, den Erwachsenen wird es auch gefallen, weil das ein oder andere Strahlen haben wir vorher schon erkannt. Wir haben heute die Möglichkeit und bedanken uns dafür, das vierte Adventsfenster im lebendigen Adventskalender im Dorf Kreuzberg öffnen zu dürfen. Und wir versprechen euch, und was wir versprochen haben im letzten Jahr, werden wir halten und ihr werdet begeistert sein. Vielen Dank an die Mitfahrer aus meiner Truppe und aus den Benachbarten, die sich die ganze Mühe gegeben haben und tapfer bei dem Wetter das Ganze bei uns unterstützen. Herzlichen Dank an alle Beteiligten, auch an die Zuschauer an den Straßen, die uns so toll empfangen haben. Wir danken allen, die an der Lichteraktion teilgenommen haben, egal ob Organisator, Zuschauer, Treckerfahrer, und wünschen allen eine friedvolle Advents- und Weihnachtszeit. Vielleicht können wir ja im nächsten Jahr auf eine Wiederholung, dann bitte aber mit besserem Wetter hoffen. Vielen Dank.